Das ist ein Lied aus dem Flash-Game, was ich gespielt habe in der 6. Klasse mit meinem kleinen Cousin. Das war die Klappe von Misu. Falsch rum. So. Gut, siehst du, es hat geschneit Samstag früh. Das ist Regen. Ja, aber das da draußen ist Schnee, guck mal. Ach so. Das Weiße da, ne? Das ist Silent Hill Asche. Ach so, okay. Das hatten wir uns nämlich auch noch gefragt, ob das nicht vielleicht doch Silent Hill Asche ist. Aber ja, es war natürlich wieder Samstag, Homestag, Regen. Yay! Yay! Aber zumindest haben wir uns gut eingepackt. Wir haben echt Winterjacke angezogen und alles. Und das war auch verdammt gut, weil es war wirklich arschkalt. Ja, am Freitag hatten... Nee, wir, am Freitag hatten wir schon Winterjacke an, ne? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, 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 ne? Aber auf der RBM war es dann wieder erträglich. Also in der Halle ist wirklich eine sehr angenehme Temperatur. Gut klimatisiert, wirklich. War Samstag nicht der Tag, wo du überhaupt nicht zum Film gekommen bist? Ja, das sind alles deine Aufnahmen. Ich habe nur ein einziges Mal aufgenommen. Weil ich saß die ganze Zeit am Stand und habe eigentlich nicht verkauft, in Anführungsstrichen. Außer trotzdem super toll und ich möchte mich ganz gerne nochmal bei allen bedanken, die dort gewesen sind. Ihr seid super! Halt mal die Häschen in die Kamera. Die habe ich nämlich am Samstag oder so. Am Samstag habe ich die geschenkt. Da kommt dann auch noch ein Video. So, da kommt dann noch ein passendes Video. Mein hat sogar einen roten Rucksack! Da haben wir dann sogar noch ein Video gemacht, ne? Ja, wir haben noch ein Video gemacht. Das kommt dann auch gleich. Ach, jetzt muss ich die hier wieder hintrapieren. So. So. Waren so viele liebe, nette Leute bei mir am Stand. Und es waren extrem viele Menschen da. Oh ja, Samstag war... Aber es wurde mittlerweile schon besser geregelt, was Halle 1 anging, was das Betreten von Halle 1 anging im Allgemeinen. Ja, es gab jetzt war sowieso sehr gut durchdacht, wie sie es dann gemacht haben. Das Video. Ihr Blick ist so geil. What the fuck? Die war so sehr die Astrid, oh mein Gott. Yeah. Ach ja, und unsere Nepeta von der Borderlands Dark Gruppe hat dann noch die Nerf Guns mitgekriegt. Und Mama Kiki. Oh, die ist so süß. Schade, dass ich sie nicht schon mal gesehen habe. Ja. Mama KK, du bist von mir gegrüßt, auch wenn wir uns nicht gesehen haben. Die hat mich gefragt, wo du bist, aber es haben mir auch viele gesagt, dass sie deinen Stand nicht gefunden haben. Ich habe ihnen dann immer eine genaue Wegbeschreibung gegeben. Ich hatte ja keinen Stand. Yeah. Wer war das? Die kleine Rose? Nee, der ohne Perücke. Keine Ahnung, das war auf dem Homestuck-Fan-Treffen, da saßen viele rum, die ich nicht kannte. Pass auf, kommt noch besser. Ja, aber wir haben uns am Samstag auch schnell wieder unseren Platz gesucht, wo wir uns dann hingesetzt haben. Ich weiß gar nicht, ob das vor oder nach dem Shooting schon war. Was ist jetzt? Ich weiß es nicht, ich habe irgendwie... Die Soße! Ich weiß nicht, ob wir irgendwas gesehen haben, was uns... Die Gruppe! Toll. Die waren so unglaublich hübsch! Ich weiß, dass da halt... hier, ich kann die Zwillinge nicht auseinanderhalten, Raffnus oder Taffnus, hat dann so gesagt, das war jetzt schon fast ein bisschen zu sexy dafür. Oh, die hatte so ein unglaublich schönes Kleid. Ja, das und ich habe sie erst für Katniss gehalten aus Hunger Games, aber dann hat Susu so zu mir gesagt, ja nee, das wüsste ich. Das Kleid ist schön. Und der Kopfschmuck war schön. Da standen die nebeneinander und die waren beide so schön und Kleider. Oh, guck mal, so viele Leute. Ach ja, und da habe ich dann mal die Umleitung in Halle 1 gefilmt, ein bisschen. Es sollte eigentlich voll episch werden, aber da ist mir aufgefallen, da waren doch mehr Stufen, als ich dachte. Aber es ist im Trailer mit drin und dort sieht's gut aus. Es war sehr, sehr voll, aber ja, seit es in Halle 1 ist, ist ja sowieso alles ein bisschen entspannter.
Da kann man auch am Samstag nochmal die Arme ausstrecken, ohne an jemanden zu stoßen. Ach ja, da habe ich noch ein bisschen durch die Stände gefilmt. Da sind wir ja zu dir gegangen und dann bin ich wieder gegangen. Jetzt kommst du gleich zu mir. Die Mononoke, boing. Und da bin ich. Yay. Und da ist Kyura. Hey, Kyuri, mein Baby. Na, Sonny-chan, und da ist Mandy jetzt gerade aus dem Bild. Genial. Das ist... Die Gruppe war so süß. Als ich fertig war mit Filmen, haben die so: Oh, wir kommen ins Fernsehen. Ich, also nein, ihr kommt auf YouTube. Yay, wir kommen auf YouTube. Haben sich voll gefreut. Aber davon habe ich eine gute Aufnahme gekriegt. So many triangles. Yay. Woot, woot. Oh, guck mal, Mangas. So auf einer Buchmesse. Hast du das gedacht? Yeah! Fabulous! Viele Menschen. Viele Menschen. Oh ja, dann haben Fussel und ich irgendwann unsere Wigs abgenommen, weil wir echt keinen Bock mehr auf irgendwas hatten. Und es hat wehgetan und alles. Und nach dem Shooting mit der großen Gruppe, also am Samstag war ja dann unsere richtig große Borderlands-Gruppe da. Und so. Nachdem wir das Shooting dann mit der großen Gruppe gehabt haben, waren wir aber auch sehr erschöpft. Fussel und ich, und dann haben wir halt unser Zeug alles runter und ja, dann halt in Zivil so ein Juggalo gewesen. Und weil die Luftfeuchtigkeit so hoch war, haben sich dann irgendwann meine Haare voll gewellt und am Ende sah ich dann wirklich aus wie Human Stuck Gamsey irgendwie mit so einem Lärm. Ich hab jetzt hier voll die Ace Ventura Dauerwelle. Das ist super, der Swag. Oh, schau dir diesen Swag an. Oh yeah. Ace Ventura mit Juggalo-Make-up. Yeah! Das ist so geil. Yeah. Meine Stimme ist total im Eimer. Ich habe heute den ganzen Tag nur geschrien. Ich bin mal gespannt, wie es morgen wird. Sie findet meine Locken voll toll. Oh yeah. Yeah, Luftfeuchtigkeit. Oh yeah, Baby. Muss vielleicht mal vor die weiße Wand, damit man das auch sieht. Yeah. Hallo. Hi. Wir sind jetzt zu Hause. Mein Name ist Horst Krömer. Oh, ich hab den Edward Laser nicht mehr gesehen. Ja, scheiße. Vielleicht macht er morgen nochmal. Ich würde so gerne Edward Laser sehen. Ne, das war übrigens auch wieder da. Das war die mit dem Pen and Paper Tears. Ah, ja. Cool. Die war voll cool. Das Pen and Paper gesehen hat am Freitag und sie hat auch gesagt, nein, nein, bitte, bitte nicht spoilern und planen. Ich weiß auch nicht. Die gesehen. Mussten alle aussetzen. Alle, sie auch. Keiner wurde verschont. Ich bin so tot. Geh aufs Klo, du musst doch was. Ja, das. Es hat jetzt 10 Stunden gehalten. Ich glaube, 5 Minuten mehr oder weniger. Nierenversagen. Ey, du musst dir ja vorstellen, wie sich das für so einen Körper anfühlt. Weißt du, so normales Leben und dann zweimal im Jahr plötzlich für 3 Tage kein Essen, kein Schlaf, kein aufs kein Klo gehen. Nichts. Ja, kein gar nichts. Fürchterliche Schmerzen, Muskelbeanspruchung bis zum geht nicht mehr. Und der Körper weiß überhaupt nicht, was los ist. Ach, da muss er durch. Er kennt das doch schon. Ich möchte das doch jetzt nicht zum ersten Mal. Ich finde, das hat echt Stil. Ja, so, die sehen auch cool aus, wenn sie den ganzen Tag unterm Wigcap waren und ich das dann abnehme und ein bisschen durchwusche. Das, ja, das war's. So, und jetzt noch zu Sonntag. Stings, Händens. Du nimmst schon auf. Ja. Wieso? Muss aber noch eine Klappe machen. Klappe! Willst du eine Klappe machen? Lass den Hocker ganz, Mädel! Immerhin ist dein Bett dahinter. So tief wärst du nicht gefallen. Entschuldigung. Das war pure Absicht. Unsere Nachbarn sind zu Hause.
Instagram. Bis morgen! Bis morgen!